Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start. Willkommen in Skandinavien. Neue Map heute released, beziehungsweise wird, glaube ich, in 2 Stunden released. Wir können schon mal 2 Stunden vorher reingucken. Lintukoto Reserve nämlich. Da geht's heute hin. Ich werde in dieser Folge keine Story spielen. Heißt, für die Leute, die heute selber noch Story spielen wollen, keine Spoilergefahr. Ich habe einfach den freien Jagdmodus hier genommen, um die Karte ein bisschen mit euch gemeinsam zu erkunden. Vorher aber gucken wir uns die wichtigste Neuerung vielleicht an, denn die habe ich zum einen in der Hand und zum anderen finden wir die hier am Waffenschrank. Es gibt nämlich eine neue Waffe, wenn ihr das DLC habt. Nur für die DLC-Besitzer, also hier Remington 700 CDL. Mit so einem schönen Holzschaft hier im Kaliber 3006 Springfield. Und dem aufmerksamen Beobachter wird auffallen, dass man hier 3 verschiedene Munitionsarten wählen kann. Denn zusätzlich zu der Waffe habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit dem Update für die meisten Kaliber und die meisten Waffen Munition zu kaufen. Das findet ihr hier im Reiter im Shop. Und dann seht ihr hier die verschiedenen Kaliber aufgeführt und die verschiedenen Geschosstypen und Munitionstypen, die ihr für die entsprechenden Waffen kaufen können. Dann sowohl für die Kugelwaffen natürlich, als auch für die Flinten oder hier Armbrust und Bögen werdet ihr da fündig und könnt dann nochmal alles anwählen und euch hier dann die entsprechenden Daten und Fakten zu den Geschossen durchlesen. Hier oben steht dann noch der Geschosstyp, Hohlspitze mit Polymerspitze hier zum Beispiel bei dem Geschoss, Mündungsenergie minus Geschwindigkeit, Gewicht und auch die Jagdstufe, sowohl in amerikanischen Einheiten als auch in metrischen europäischen Einheiten. Für euch also wahrscheinlich die untere, wahrscheinlich ein bisschen relevanter. Ich habe die schon alle gekauft, zumindest die, die ich ausgerüstet habe, denn ihr könnt hier auch ganz einfach filtern, wenn ihr F drückt, dann werden euch nur die Munitionstypen eurer ausgerüsteten Waffen angezeigt. Also ihr müsst doch nicht jedes Mal durchscrollen, sondern vorher einfach im Lager die Waffen schon auswählen, die ihr spielen wollt, dann filtern und dann habt ihr den entsprechenden Geschosstypen. Ändern könnt ihr die auch ganz einfach, wenn ihr hier die Waffe ausgewählt habt, auf F drückt und dann eben das Feld hier anwählt, dann steht da, dass gerade hier die Trophy Bonded ausgerüstet ist. Hier zum Beispiel die Powershock und da die Barnes TSX. Müsst euch allerdings merken, was ihr auf welchem Slot habt, denn das könnt ihr gleich beim Waffenwechsel nicht zeigen oder beim Munitionswechsel zeigen, werdet ihr nicht mehr so easy erkennen, um ehrlich zu sein. Dementsprechend, ja, gibt es halt eine Munitionsart immer noch, die unbegrenzt ist, die ihr nach wie vor nutzen könnt. Ihr müsst jetzt nicht die Munitionsarten wechseln, wenn ihr nicht wollt. Und die anderen beiden sind dann jeweils käuflich zu erwerben und können ausgewählt werden. Zum Wechseln der Munition sehen wir unten rechts bei der Waffe, neben der Waffe noch ein Feld, wo die Munition angezeigt wird. Und wenn ich jetzt R gedrückt halte, dann seht ihr, da switcht immer so ein Pfeil drunter her, der immer durchswitcht. Und wenn ihr dann im richtigen Moment loslasst, wenn ich jetzt bei S1 zum Beispiel loslasse, dann lädt der eben die andere Munition ein. So funktioniert der Waffenwechsel, deshalb sage ich ja S1, P, S2. Ihr müsst euch merken, in welcher Reihenfolge ihr die im Lager reingepackt habt, im besten Fall. Ansonsten wird wahrscheinlich hier S1 stehen, keine Ahnung, für, weiß ich auch nicht. S kann mir nicht erklären. Was soll das heißen? Spitz? Irgendwas? Polymer, vielleicht für P, Polymerspitze, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Kann ich auch nicht sagen. Allerdings können wir dann mit unserer Munition hier loslaufen und gucken, was uns erwartet. Der Blick auf die Map wird euch nicht viel bringen, denn die ist hier noch ziemlich unspektakulär. Aber ich habe hier immerhin schon mal ein Wildschweingebiet gerade entdeckt beim kurzen Test des Munitionwechsels. Aber ja, ihr seht, sehr, sehr dunkel auch, oder? Also ich finde es extrem dunkel. Ich sehe da gar nichts auf der Map. Deshalb müssen wir die einfach on the fly erkunden. Und das werden wir heute ein bisschen tun. Wir werden natürlich nicht die ganze Map erkunden können, logischerweise. Wenn wir dann im Laufe der nächsten Folgen nach und nach erledigen. Aber heute ein bisschen Einstieg. Einstieg, guter Punkt. Denn insgesamt gibt es hier 19 Tierarten auf der Karte. Relativ artenreich. Ist doch meist so bei Way of the Hunter, dass es richtig viele Tierarten gibt. Allerdings davon auch schon viele jetzt, die es bereits gibt im Spiel, nämlich nur 5 neue insgesamt von den 19 Tierarten, sprich 14 kennen wir schon aus den anderen Regionen. Die genaue Liste habe ich jetzt auch gerade nicht offen, deshalb kann ich es euch nicht vorlesen. Wir werden es sehen. Wildschwein haben wir zum Beispiel gerade schon gesehen. Die Enten gibt es natürlich hier und so weiter. Also einiges an
schon alten Tieren, aber neu ist der Polarfuchs, den wir ja schon im Trailer gesehen haben. Genauso wie der Vielfraß. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob wir so einmal finden können. Vielleicht finden wir uns gerade auch hier ein Wildschwein, wenn wir da hingehen. Mal gucken. Dann der Luchs natürlich, der neu ist. Und dann gibt es noch so zwei, ja, so halb neu würde ich sagen. Einmal den europäischen Elch und das Rentier. Wir haben natürlich schon Karibu und auch den Alaska-Elch im Spiel. Insofern, ja, nicht so ganz neu die Tiere. Denn wenn wir bedenken, ich glaube, Rentiere und Karibu sind actually biologisch, glaube ich, sogar dieselbe Tierart. Auch wenn sie sich in der Größe einen Ticken unterscheiden. Ist aber im Prinzip eigentlich nur anderer Kontinent, auf dem leben. Karibus, amerikanischer Kontinent, Rentiere, europäischer Kontinent. Aber im Prinzip, biologisch gesehen, glaube ich, dieselbe Tierart. Und Elche, ja, glaube, biologisch gesehen, wahrscheinlich sogar auch, keine Ahnung, wird wohl so sein, aber auch da gibt es dann immer so Feinheiten, ne? Die Leute, die sich da auskennen, die wissen, dass, ich weiß gar nicht, wie rum ist es nochmal? Ich glaube, die Elche in Alaska oder Kanada haben eher Schaufelgeweih als die hier. Oder ist es umgekehrt? Ich weiß nicht. Eine Richtung ist es auf jeden Fall, dass die anderes Geweih haben. Insofern einfach wahrscheinlich durch die regionale Abgrenzung anders entwickelt in der Evolution. Aber am Ende wahrscheinlich die gleiche Tierart im Ganzen. Ob wir hier jetzt ein Tier finden? Da bin ich gespannt. Denn wir sehen hier schon mal zumindest so große offene Flächen, die wir haben. Und sind jetzt erstmal hier in so einem, ja, borealen Waldgebiet mit großen Wiesenflächen. Da sollten wir doch vielleicht sogar schon die ersten Tiere irgendwo finden können. Tatsächlich höre ich auch eins hier. Klingt aber fast wie ein Dachs, oder? Der hier gerade so geschnüffelt hat. Ja, denn den Dachs, den gibt es auch hier. Da vorne ist er, glaube ich, oder? Guck mal, da holen wir den doch direkt mal weg. So. Vielleicht bist du emotional mit der Springfield hier. Aber, ey, wir gucken uns alle Tiere hier an. Dementsprechend haben wir jetzt als ersten Dachs gefunden. Und können uns den einmal aus der Nähe anschauen. Ah, ne, guck mal, ist sogar ein Vielfraß gewesen. Alter, du warst sogar ein Vielfraß. Das war sogar ein Vielfraß, neue Tierart. Ich habe direkt ein neues Tier gefunden. Perfekt, da sehen wir doch. Ja, natürlich logischerweise ein bisschen überkalibriert geschossen jetzt hier. Ist bei dem Spiel hier nicht so wild. Geht nur auf die Jagdwertung und nicht auf die Trophäenwertung. Ein ausgewachsenes Männchen. 36% unser erstes Vielfraß-Männchen hier. Würde ich sagen, stopfen wir erstmal aus, damit wir das in der Lodge hinterher funktionieren können. Und natürlich auch die Enzyklopädie-Einträge kriegen wir jetzt hier nach und nach wieder freigeschaltet von den Tieren, die wir entdecken. Und auch das zweite neue Tier entdecken wir da vorne, nämlich einen europäischen Elch. Da vorne sogar noch einer, auch männlicher. Das wird natürlich jetzt schon ein bisschen interessanter, denn da können wir auf jeden Fall mal die 375 Holland-Holland testen, die wir ja auch schon auf den Alaska-Elch getestet hatten. Da habe ich jetzt neue Munitionsart reingeladen. Ich sage ehrlich, die Munitionsarten wird für diejenigen, die wirklich so in dem Thema drin sind, mit verschiedenen Munitionstypen und was weiß ich, für die, die wirklich so simulationsmäßig spielen oder aber halt auch viel Real-Life damit zu tun haben, wäre natürlich richtiger Game-Changer. Ich glaube, für die Leute, die da gar keinen Plan von haben, ja, ich glaube, da Unterschiede zu erkennen, wird dann wahrscheinlich schwierig und im meisten Fall vielleicht auch eher Nuancen. Ich sage ehrlich, ich habe da auch gar keinen Plan von den ganzen verschiedenen Munitionstypen. Ich weiß, dass manche mehr aufpilzen als andere und so weiter und so fort. Aber das sind da nur die Basics. So tief in der Materie bin ich da auch nicht drin, als dass ich da jetzt genau die perfekte Munition für das perfekte Tier hier mir zurechtlegen könnte. Dementsprechend erwartet das nicht von mir, werdet ihr hier auf dem Kanal nicht bekommen. Juckt mir aber auch nicht. Ehrlich gesagt, ist mir aber egal, ich halte einfach drauf und entweder Vieh fällt um oder nicht. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Elch da vorne. Ich nehme nochmal ein Gebiet da vorne mit. Am besten schießen wir den natürlich, wenn der da irgendwie ein bisschen breiter steht. Vielleicht sogar den männlichen schießen. Ist mir aber eigentlich im Prinzip erstmal egal, weil es eh ein Junge ist. Wir werden heute noch nicht so auf die ganzen Faktoren achten, von wegen Jungtier und Genetik und hast du nicht gesehen. Da geben wir erstmal heute nichts drauf, denn für mich geht es heute erstmal darum, hier ein bisschen was zu testen, ein bisschen zu erkunden, mir die neuen Tiere anzugucken. Dann nehmen wir einfach die erstbesten,
Gelegenheiten. Oh, der Elch ist aber schon sehr close. Dementsprechend sehen die mich jetzt halt auch, wo ich hier über die Kuppe drüber komme. Steht leider keiner so richtig breit. Alle so, ja, ein bisschen. Aber ich schieße mal den hinteren männlichen, weil der am breitesten noch steht. Und wir gucken mal, inwiefern wir da die Wirkung erzielen können. Denn beenden sollte der auf jeden Fall damit. Auch vielleicht nicht perfekt, weil er nicht komplett breit stand. Weil ich dachte, wir kriegen ihn vielleicht auch noch breit. Heißt also, erstmal beobachten, wo er runtergeht. Denn Lungentreffer sollte der schon haben, oder? Auch wenn ich die vordere Lunge vielleicht gar nicht getroffen habe. Ich hätte vielleicht ein bisschen anders zielen sollen. Auch schon noch eine ordentliche Distanz, aber da hinten geht er runter. Okay. Also, da können wir uns markieren. Da ist der Elch hier dann beendet und wir können da hingehen. Ich glaube, noch könnte er sogar leben. Müssen wir ein bisschen langsamer gehen, dass er da nicht gleich wieder aufschreckt. Guck mal, passenderweise bleibt aber der da vorne schön breit stehen. 200 Meter. Vielleicht tatsächlich mal einen Test hier nochmal für die 375 Holland-Holland, wenn wir auf 200 nullen. So breit, wie er da steht. Ja, aber auch der geht nicht sofort runter. Na gut. Interessant werden wir auf jeden Fall auch verfolgen. Andere Elch zieht weg. Und wir kümmern uns erstmal um die beiden Elche, die wir geschossen haben. Oh, der kommt sogar wieder zurückgelaufen, oder? Da sehen wir ihn. Auch der noch relativ lang unterwegs. Aber 200 Meter auch weite Schussdistanz. Unser erster Elch liegt hier. Das ist der männliche, den wir da haben. Wir sehen hier, ja, für einen Elch sogar fast ein bisschen wenig Leistung, oder? Ob wir da nur mit... Warum kriegen wir denn nur 3.400 Joule? Ist das nicht eigentlich nochmal, wenn die 5.000 irgendwas schießt? Also klar, wir sind 150 Meter weg, aber als ob die so einen krassen Leistungsabfall hat. Das hat der andere Geschoss nicht, oder? Das Standardgeschoss? Ja, ist mir noch nie aufgefallen, dass wir so weit unten sind. Und jetzt gleich haben wir das Standardgeschoss. Klar, das Geschoss hier hat ein bisschen weniger Mündungsenergie und ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Und ist halt deutlich schwerer, aber das dann so krass abfällt auf 3.400, finde ich sehr krass. Müsste jetzt nochmal nachschauen. Kann man vielleicht in der Enzyklopädie nachschauen, was die Munitionsarten geben? Guck mal, hier steht es nochmal. Hier 375, wir haben jetzt mit der geschossen. Die hat eigentlich 5.300 Mündungsenergie. Klar, die fliegt 150 Meter, aber dass sie fast 2.000 Joule verliert, finde ich sehr hart. Das finde ich wirklich sehr hart. Ich wechsle meine Munition nochmal auf die Standardmunition in der Waffe hier. Dass wir uns das dann nochmal angucken können, weil 2000 Joule ist crazy. Dann läuft aber bei der anderen nicht anders, ne? Wenn wir hier gucken, 165 Meter, Baumanvisieren, ich brauche ja nur anvisieren, sind 3600 Joule. Also auch da verlieren wir ordentlich Energie. Das ist wirklich krass, weil ist das bei den anderen auch mal so gewesen? Ich hätte schwören können, dass wir in Alaska deutlich bessere Performance hatten mit der 375 Holland-Holland. Gerade hier auch, keine Ahnung, haben wir auch so 150 Meter geschossen und hatten da nicht so die Probleme wie jetzt in dem Fall. Vielleicht auch nur falsche Erinnerungen. Mag sein, müsste ich jetzt selber nochmal reinschauen. Wir folgen erstmal den Elch hier. Also 375 Holland. Sollten wir am besten so nah schießen wie möglich. Da vorne liegt aber auch unser weiter Elch, den wir geschossen haben. Ich habe gerade gecheckt. Mit der 3006 hier haben wir das Problem interessanterweise gar nicht so krass. Da bleibt es relativ konstant. Oder verlieren wir so, keine Ahnung, 500 Joule auf 150 Meter oder so. Also da ist das Problem nicht. Interessant. Ich würde vielleicht mal auch noch eine 7mm testen wollen, weil die hat auch sehr gut performt in Alaska. Guck mal hier. Da kommen wir sogar auf 200 Meter unter der erforderlichen Joule-Leistung für einen Elch. Wie krass ist der Abfall von einer 375 Holland-Holland? Vor allen Dingen bei diesem Safari-Geschoss hier, bei diesem 19-Gramm-Geschoss. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja wirklich geisteskrank. Also wirklich, Close-Up, wahrscheinlich gute Waffe, aber auf der Distanz ist mir aber echt auch Alaska. Guck mal, Alaska haben wir doch auch voll oft 200 Meter geschossen und da haben wir da gar nicht gehabt, oder? Wird auch irgendwie geupdatet worden. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal eine andere Waffe geschnappt, nämlich die 338 Lapua Mag. Die sollte hier auf jeden Fall deutlich besser performen. Kriegen wir 150 Meter, easy 5000 Joule hin.
375 Holland weggepackt. Aber ehrlich, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass sie so einen krassen Leistungsabfall hatte. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob es da auch schon so gewesen ist, aber ich glaube, hätte ich gemerkt, oder? Also, dass wir jetzt auf 200 unter der Ju-Leistung des Elks sind, ist schon crazy auf jeden Fall. Sollten wir es bei der 338 Lapua nicht haben. 338 Lapua, allerdings gibt es nur zwei verschiedene Geschosstypen. Haben wir das Standardgeschoss und natürlich hier dann auch noch ein zweites. Das können wir mal gerade reinladen. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen Richtung Süden, würde ich sagen. Denn ich habe mich jetzt hier ein bisschen weiter fortbewegt. Wenn ihr auf die Karte guckt, bin ich einmal hier rübergefahren. Oh, guck mal, hier ist sogar noch irgendwas. Am See, weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Lagerplatz ist. Könnten wir auschecken. Wäre natürlich cool, wenn wir da ein Lager hätten. Ansonsten, ja, ihr seht hier, die Region hat sich ein bisschen geändert von dem Sumpfland, wo wir gerade waren. Und hier auch schon die nächste Tierart anscheinend unterwegs, nämlich der Braunbär. Den kennen wir ja auch schon aus Transsilvanien, wo er ja dann später irgendwann reinkam. Ich glaube, hier unten ist sogar ein Lagerplatz, ne? Perfekt, dann können wir da eben hingehen. Denn Lagerplätze immer gut, gerade hier im Nordbereich. Sind nämlich auf der Karte tatsächlich die Lodges relativ spärlich gesehen. Da habe ich gerade schon mal einen Lagerplatz entdeckt. Aber die nächste Lodge an sich wäre hier erst hier unten. Und da unten sind auch nochmal zwei. Also relativ viel freie Fläche ohne Schnellreisepunkte. Beziehungsweise ohne vorgegebene Schnellreisepunkte durch die Lodges. Sondern nur durch die Lagerplätze hier. Deshalb immer auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir die hier entdecken. Aber ich finde echt bisher, auch wo ich gerade so die Straße entlang gefahren bin, Skandinavien echt ganz gut getroffen. Also ich war ja schon etliche Male in Norwegen. Das ist ja einer meiner Hauptreiseziele gewesen in der Vergangenheit. Erstaunlicherweise kriege ich aber hier keinen Lagerplatz angezeigt, oder? Aber auch, nee, das ist gar kein Lagerplatz hier. Sieht ein bisschen so aus, aber scheint kann das so sein. Wir checken mal, was da vorne in den 120 Metern ist. Oh, guck mal hier. Eine Höhle ist hier. Alter. Ach ja, neue Maps entdecken, immer geil eigentlich. Aber nicht, dass hier ein Bär irgendwo drin wohnt. Ist ja auf jeden Fall so dunkel wie im Bärenpo. Denn sehen tue ich hier herzlich wenig drauf, trotz in welcher Lampen hier hängen. Aber das ist anscheinend auch hier der Marker, würde ich schätzen. Denn wir kommen hier immer tiefer herein. Und hier ist sogar irgendwas. Europäischer Vielfraß. Sag nicht, dass hier wirklich. Das glaube ich aber nicht, oder? Als ob hier wirklich Tiere diese Höhle nutzen. Das wäre crazy. Stell dir vor, hier wohnen wirklich welche drin. Also windest du hier natürlich einmal durch und einmal raus. Ein Vielfraß gesehen und das sieht ein bisschen buggy aus. Weiß nicht, ob es so Absicht ist mit den Wildenten da. Boah, jetzt eine Flinte wäre natürlich geil. Habe ich aber nicht. Schade. Na gut. Ist auch noch hier die Early Access sozusagen, ist so die Preview-Version. Wahrscheinlich noch ein Bug, der vielleicht auch dann gefixt wird bis zum Release. Auch hier, ne, einfach landschaftlich, sieht es einfach so krass teilweise aus. Hier diese steinige Hügelregion, sehr viel offene Flächen. Wenn jetzt irgendwo Tiere wären, müssten wir es eigentlich sehen. Ich sehe nur keine. Aber ja, also ich finde es landschaftlich hier echt richtig krass bisher. Wir haben noch gar nicht viel gesehen. Ich bin gespannt, was da noch alles für landschaftliche Faktoren, für verschiedene Biome hier kommen, die wir entdecken. Wir waren am Anfang in so einem kleinen, in so einer kleinen Sumpflandschaft. Jetzt sind wir in so einer Steinwüste schon fast. Und da hinten geht wieder Waldbereich los. Und da vorne haben wir auch das nächste Tier. 200 Meter. Aber noch bis dahin kommen wir in Richtung Pirschen. Allerdings Wind auch nicht ganz so gut. Aber erstmal rausfinden, was es überhaupt ist. Denn ich habe hier in der Region auf jeden Fall einiges an Fährten gefunden. Grauwölfe, Braunbären, Rehe, Elche, Kaninchen. Alles, was hier im Moment anscheinend in der Steinwüste vertreten ist. Also etliche Fährten schon gefunden. Noch kein Tier, aber da vorne knackt das erste im Unterholz. So, mal schauen, ob wir die vielleicht hier an der Kuppe schon erkennen können. Nee, immer wenn man denkt, man ist über der Kuppe drüber, kommt da noch so eine Kuppe, ne? Das ist hier immer so ein bisschen das Schicksal des Jägers. Aber ich versuche nochmal da weiter bis zur nächsten Kante zu kommen. Denn allzu weit weg sind die nicht mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht hier zu krass verschrecken. Aber ich will mir jetzt auch nicht daran robben. Denn das dauert natürlich noch einen Ticken länger. Deshalb hoffe ich, dass wir die
so auch bekommen. Wollen wir die zumindest einmal zu Gesicht bekommen. Ja, haben sie gerade wieder einmal gehört. 100 bis 120 Meter. Boah, aber da vorne auch. Ja. Hält, glaube ich, nicht steil genug ab am Ende des Tages für mich hier, um es zu sehen, oder? Was ist das Schwarze da? Das ist nur ein Baumstumpf. Bringt mir herzlich wenig. Ich sehe da noch gar nichts. Irgendwo da unten müssen sie sein. In dieser Senke wieder genau drin, ne? Wo wir einfach gar keinen Blick so richtig drauf bekommen. Ja, ich weiß halt auch nicht, was das für ein Tier ist. Denn ich habe natürlich auch ein paar Caller. Ein Luchs ist es. Boah, einen Luchs hätte ich schon gerne. Denn ein Luchs ist natürlich auch eine neue Tierart, die wir noch nicht haben. Aber der ist schon alarmiert und steht halt voll im Wind. Aber ich sehe ihn halt nicht, weil er genau hinter dieser kleinen Kuppe ist. Scheinen sogar zwei zu sein. Ein weiblicher ist da auch noch. Wir haben gerade einen männlichen gehört. Und jetzt nochmal einen weiblichen Call. Irgendwo ticken weiter links. Ja, eigentlich könnte ich einen Luchs sogar versuchen anzulocken. Allerdings weiß ich nicht, ob der so nah rankommt. Nehme ich hier den Raubtier locker. Natürlich dabei. Ruft Beutegreifer. Dementsprechend könnte ich es versuchen. Oh, da unten läuft irgendwas. Jetzt habe ich es kurz gesehen. Ja, da ziehen sie. Leider nur weg. Ein junger Luchs, der da wegzieht. Weiblicher. Ich noch keinen Schuss mehr hinterher, ne? Aber wir haben ihn das erste Mal gesehen. Den Nordluchs, der hier auch durch die Wälder streift, aber auch ein bisschen scheu, der Gute. Wir kriegen wieder Rufe vom Luchs, diesmal ruhig, irgendwo da hinten in sicherer Entfernung, 200 Meter ungefähr. Sehen tue ich hier natürlich herzlich wenig, aber ich werde auf jeden Fall in die Richtung gehen, dranbleiben und gucken, ob wir sie vielleicht, wenn wir ein bisschen bessere Sicht haben, dann doch anlocken können, dass wir sie entdecken können, bevor die uns entdecken. Hier vorne auch anscheinend ein Bedürfnisgebiet. Und ein Elch haben wir auch. Okay, wir nehmen uns auf jeden Fall ein paar Tiere. Sowohl Elche als auch Luchse, 200 Meter Entfernung. Was war das hier? Ah ja, guck mal, hier haben wir sogar Bär. Oh, Alter, was ist das für ein Riesenbär? Junge. Da ist schon ein halber Bigfoot-Abdruck hier. Nicht, dass der gleich aus dem Busch hier kommt. Da vorne sehen wir ein Luchse, der jetzt quer rüberzieht. Ich würde sagen, den nehmen wir einfach mal direkt hier. Oh, das sind sogar beide. Wahrscheinlich die, die wir gerade auch schon gesehen hatten. Oh, drei sogar. Oh, die nehmen jetzt einfach irgendeinen. Und damit auch davon den ersten erlegt. Der erste Luchs auf unserer Abschussrechnung hier. Und da haben wir schon echt bisher, guck mal, wir haben bisher nur neue Tiere gesehen, oder? Ein Elch, ein Vielfraß und ein Luchs. Ich sehe zwar Fährten von den alten Tieren. Gut, die Enten haben auch gesehen, ja. Die zählt nicht. Auch hier, Reh wieder Ruhrgebiet. Aber die Tiere selber sehe ich nicht, sondern da bisher echt nur die neuen Arten. So wie auch er hier erlegt. Gut, mit einem sauberen Treffer, aber haben wir auch logischerweise mit einem größeren Kaliber geschossen, als wir eigentlich müssten. Wie gesagt, nicht so schlimm hier. Wir sehen hier ein weiblicher Lungjux. Jungluchs, so ist richtig. haben wir hier, Trophäe hat er logischerweise keine, weil weiblich, aber das hier unser erster. Da kriegen wir, ja doch, ich wollte gerade sagen, wir kriegen ja wohl einen Durchschuss bei dem hin, oder? Bei der Kugel und dem kleinen Tier eigentlich kein Problem. Sehr gut. Auch hier wieder eine weitere Art, die wir abhaken können. Davon gibt es jetzt gar nicht mehr so viel neue. Das heißt, wir haben nur noch das Rentier und den Polarfuchs offen. Die werden sicherlich auch noch sehen, Polarfüchse vielleicht auch eher in Regionen, wo ein bisschen eisiger ist. Aber ich weiß gar nicht, ob es hier so wirklich Schnee- und Eisregionen gibt. Denn auf der Karte, wie gesagt, ist so dunkel. Wir sehen jetzt hier natürlich hier geil Felsen und überall. Da kann man es halt richtig gut erkennen. Hier Sumpfgebiet waren wir ja schon, da waren wir schon. Aber hier unten erkennt man halt gar nicht, was da landschaftlich überhaupt Sache ist. Man erkennt ein paar Seen und die Straßen, aber alles andere ist gefühlt einfach nur black. Ich glaube, da vorne sehe ich was zwischen den Bäumen laufen. Tatsächlich ein Braunbär, den wir da noch sehen. Boah, ich schwer zu erkennen. Da ein Baum vielleicht sogar im Weg ist. Wir nehmen mal hier die Lapua. Ne, müsste frei sein. 200 Meter.
Dann chillt sich da jetzt hin. Okay, na dann. Feuer frei. Feuer frei. Bin ich gespannt. Eigentlich auf dem Weg hier zu dem See. Denn hier haben wir... Was ist denn da? Bahnboot, ey. Okay. Wow. Würde ich jetzt auch gerne hier eine Runde mitdrehen auf dem See. Wollte eigentlich gucken, was wir hier gerade haben. Vielleicht haben wir irgendwelche trinkenden Tiere hier. Jetzt natürlich nicht mehr, weil wir hier geschossen haben. Aber die Fährten sollten wir hier noch sehen können. Wir haben ja gerade gesehen, brauchen wir hier auf jeden Fall in der Region. Aber vielleicht auch hier irgendwelche Trinkfährten noch. Von denen wir aber gerade hier echt gar keine sehen. Ein bisschen erstaunlich. Zumindest nicht in der Ecke hier. Ah doch, hier unten haben wir ein paar. Gucken, was das ist. Ja, der Lux tatsächlich. Vielleicht sogar die gleiche Gruppe, die wir gerade schon mal hatten, die wir bejagt haben. Alles hier derselbe Lux, ne? Sonst würde sie mich auch aufleuchten. Aber das ist schon alles hier am Leuchten. Dementsprechend können wir uns jetzt hier unserem Bären zuwidmen. Wobei ich gerade rätsel, ob wir den überhaupt getroffen haben. Denn ich sehe hier alles Mögliche an Fährten. Auch hier wieder irgendwelche Rehe. Bärenfährten, auch hier die Markierung. Allerdings eine einzige Schweißfährte, die ich hier erkennen kann. Natürlich gar nichts. Und ich sehe auch keine, die irgendwie wegzieht, weil eigentlich müsste der in die Richtung gezogen sein. Aber ich sehe da nichts, was irgendwie leuchtet und ein Bär wäre. Dementsprechend, keine Ahnung, da vorne war schon wieder eine Geräuschuntersuchung. Da hinten irgendwo müsste ein Elch sein. Aber der Bär, ey, ich war mir sicher, dass wir ihn getroffen haben. Also die Weite hat gepasst, 200 Meter Schussdistanz. Hatten wir genullt. Klar, er lag ein bisschen, aber da hätte ich ja trotzdem irgendwie treffen müssen. Weiß nicht genau, was da passiert ist, um ehrlich zu sein. Werden wir aber nicht rausfinden, weil den Bär hier, den sehen wir nicht nochmal. Dafür aber einen Elch, der da vorne angezogen kommt. Gibt uns die Gelegenheit, nochmal hier die 338 Lapua ein bisschen weiter zu testen. Vor allem halt die neue Munition davon. Denn die habe ich ja gerade ausgerüstet. Mit der habe ich auch schon versucht, den Bär gerade zu schießen. Allerdings, ja, hat der hervorragend funktioniert. Wo ist jetzt der Elch hin? Hat sich jetzt auch in Luft aufgelöst. Wo ist der hin? Der war doch gerade da. Hallo? Elch? 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 Also abgesprungen ist er nicht, sonst hätte ich ihn gehört auf jeden Fall. Kann sein, dass er sich irgendwo hingelegt hat oder was, aber doch trotzdem sehen. Ja, da hinterm Stein ist er, ne? Da hat sie da gerade wiederentdeckt, hat sich da kurz versteckt. So ist das hier in dem Unterholz. Kann schon mal passieren. Aber wir schießen ihn. Und vorne. Und noch einen hinterher. Gucken wir uns die Wirkung und vor allen Dingen den Durchschlag mal damit an. Denn gefallen ist logischerweise sofort, weil wir zweimal geschossen haben. Aber auch der Durchschlag. Oder einmal den breiten Durchschlag vor allen Dingen testen. Den wir da bekommen haben, nachdem wir den ersten Schuss gesetzt haben. Erster Schuss jetzt schon ausgereicht, wäre wahrscheinlich auch Lungentreffer gewesen. Aber der zweite für die Safety. Einmal also hindüsen. Müsste mich hier irgendwo dann gleich auch liegen. Alter. Verknackt da hin. Ja, hier ist unser Elch. Keine Ahnung, wo denn der Bär ist. Ey, da hätte ich echt gewusst, was ich da getroffen habe, ne? Anscheinend nichts Gutes. Aber der Elch. Oh, guck mal, der erste Schuss war gar nicht so gut. Geht in die Lunge rein, aber voll Schüttelblatt erwischt natürlich. Viel Knochen, rechter Lungenflügel. Also ich glaube gut, dass wir nochmal nachgeschossen haben. Weiß nicht, ob der am Ende tatsächlich gestorben wäre. Wir haben zwar gute Leistung gehabt. Allerdings, ja. Auch der, oh ja, ich glaube der zweite Schuss. Wir haben Rückgrat getroffen, weil hoch war der, okay. Also gar nicht Lunge, wie ich eigentlich dachte. Dementsprechend bleibt er auch stecken. Was hatte ich genullt? 300 noch genullt, maybe? Oder ich habe einfach auch schlecht geschossen, kann auch sein. Allerdings haben wir hier die deutlich bessere Leistung, ne? Wenn wir überlegen, 120 Meter jetzt hier, aber wir waren gerade hier unten irgendwo auf 150. Lapua sicherlich hier die bessere Wahl, gerade bei den Elchen auch. Hey, dazu was gewinnt vom Ersteindruck der Karte. Und natürlich das Wochenende noch ein bisschen weiter die Karte erkunden. Denn wir haben ja gerade mal hier Mini-Bruchteil gesehen und noch richtig, richtig viel zu entdecken.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Viel Spaß euch beim Spielen der Karte, die ja dann auch heute rauskommt. Und bin gespannt, was ihr für Trophäen schießt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.